Meine Freunde, Andi hier. Ich bin Metal-Fan und höre seit knapp einer Woche, es ist wirklich so, es eskaliert hier komplett, seit einer Woche irgendwie Deutschrap. Und ich fand jetzt die Gelegenheit am besten, einfach mal ganz kurz durchzuatmen, mir einen Tag freizunehmen. Heute ist Dienstag, das wird jetzt so meine letzte Reaction sein, die ich machen werde, die ich recorden werde. Am Donnerstag wird das Ganze rauskommen, so wie ich das getimed habe. Hoffentlich, wenn nichts schief geht. Und morgen am Mittwoch werde ich mal ein bisschen freinehmen. Das heißt, wenn du das gerade hier im Live-Chat verfolgst, Grüße an euch im Live-Chat, High Five. Dann wird es Donnerstag sein und Klein Andi hatte wirklich einen Tag lang ein bisschen Off-Time und ein bisschen durchgeatmet. Und vielen Dank an meine Mods, ne, die da immer die Live-Stellung halten. Das ist so krass und ich sage immer, Leute, das müsst ihr nicht. Und ich dachte, doch, mache ich freiwillig und so, das ist so heftig. Also mehrere Dinge, die ich gerade ansprechen möchte, bevor es jetzt losgeht, weil ich dachte, der Track passt hier perfekt, um ein paar Sachen anzusprechen, die mir besonders wichtig sind. Ich hatte wirklich eine krass schwere Zeit und ein Viewer von mir, Maurizio, schöne Grüße an dich, hat mir mal einen Clip von Kolle rausgesucht und da meinte er irgendwie so, nach der Erschwernis kommt die Erleichterung. Das heißt also, jede schwere Zeit, die du im Leben mal durchmachst, da kommt wieder auch eine Phase, in der es besser wird. Und es hat mir wirklich an dem Abend so viel Kraft gegeben, seitdem ich die Videos hier mache, seitdem ich diese Serie Metalhead hört zum ersten Mal. Es ist ja eine Serie, ja, es ist ja ein Konzept, es ist letztendlich Content, den ich für euch da draußen gestalte, damit du da draußen abschalten kannst, ja, wenn du sagst, du hast einen schweren Tag gehabt oder du hast einen geilen Tag gehabt, du willst dich unterhalten lassen, es ist eine Form, wie ich persönlich auch so meine Dämonen aus dem Kopf raushalte und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich diesen Channel hier habe und ganz speziell auch diese Serie hier mache, habe ich keinen Tag irgendwelche negativen Gedanken mehr gehabt, keine destruktiven Angewohnheiten, keine Sachen, die mich nach unten ziehen und so weiter und so fort. Ich will es hier nicht zu explizit halten. Ich wollte nur Danke sagen. Danke für jeden an Einzelnen da draußen, der sich die Videos anguckt, der sich damit identifizieren kann, der sagt so, hey, mir gefällt es, was du da machst und ich feiere da wirklich jeden von euch ab. Und nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön geht an mein Mod-Team raus. Ich habe die drei besten Team-Member, die es überhaupt gibt, allein könnte ich es wirklich nicht stemmen. Sie halten mir wirklich den Rücken frei, ob es jetzt Maeste in Twitch ist, ob es wirklich Goldie und Just im Discord sind. Auch Maeste ist im Discord, aber letztendlich jeder hat so sein spezielles Gebiet, sage ich jetzt mal. Ich will es gar nicht hier so breit treten, aber ich liebe euch so sehr dafür, dass ihr mich da wirklich so krass supportet und vielen Dank dann nochmal an der Stelle. Und auch, aber der andere Teil sind die Viewer. Ja, also ihr, du da draußen. Du schaust dir gerade das Video an und ich bin wirklich sehr, sehr gehypt, dass du da mich unterstützt, einfach durch ein Abo, durch ein Like. Das hilft mir schon immens und ich finde es krass, wie man da so zusammenwachsen kann und was daraus entstehen kann. Und wie gesagt, ich habe jetzt so einen Tag Off-Time gebraucht, um einfach mal kurz durchzuatmen und das sacken zu lassen. Und ich bin aber noch nicht in meiner finalen Form. Leute, Klein Andi hier hat noch einiges in petto. Ich bin noch nicht im Kickdown-Mode, ja. Das Pedal ist noch nicht am Anschlag. Ich glaube, wir nähern uns den 20 Videos in einer Woche. Twitch ist auch am Start. Ich bin noch nicht in meiner finalen Form, ja. Ich heiße nicht umsonst Energizer, wenn ich mich für was begeistern kann, wenn ich euch da draußen Content liefern kann. Ich denke mir jeden Tag, wie kann ich besseren Content machen? Wie kann ich dir da draußen mehr eine Freude bereiten? Wie kann ich dir da draußen den Tag irgendwie verschönern? Und das war auch der Grund, warum ich diese Reihe gestartet habe. Ich habe, wenn du bei mir am Channel auf die früheren Videos runterscrollst, habe ich das gemacht, was jeder von mir erwartet hat. Als es hieß, hey, du machst einen YouTube-Channel, du bist doch ein Metal-Typ, mach doch Metal-Videos oder so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, an irgendeinem Tag, ich weiß nicht, welches Video das war mein letztes, dann habe ich gedacht, so, wirklich so, ich mache nie wieder das, was andere von mir erwarten, sondern ich schaue jetzt, was kann ich für andere tun. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich Content gestalten, den du da draußen cool finden könntest. Und dann kam ich auf die Idee, hey, warum nicht in ein anderes Genre gehen? Warum nicht als Metal-Typ sagen, ich höre jetzt was anderes? Und das zum ersten Mal in meinem Leben wirklich komplett One-Take-Recording, no Cuts, no Jump-Cuts, no, keine Edits, keine Fakes, alles zum ersten Mal. Und das ist so explodiert. Und ich glaube, es besteht eine Wahrheit darin, wenn man sich nicht selbst in das Zentrum stellt, sondern die Leute, was kann ich geben, anstatt zu nehmen. Und das war mindblowing. Deswegen, ich glaube, ich komme das hier heute perfekt. Und ich freue mich, heute mit euch das so abfeiern zu dürfen. Und ich bin wirklich dankbar für jeden Einzelnen. Und das ist gerade eine Riesenparty und ihr wisst gar nicht, was ihr da mit mir macht. Hey, A-Squad-Fam, bevor es losgeht, wisst ihr, dass 82% von euch nicht abonniert haben? Leute, haut den Abo-Button mal wirklich bitte, das hilft mir extrem. Haut den Like-Button, join die Party, join den Discord. Ich habe so Bock, mit euch da an den Start zu gehen und da wirklich zu pushen, zu gucken, was geht. Also, please! Und jetzt viel Spaß beim Video.
Wir legen los. Ihr habt es euch schon gedacht, es ist an der Zeit. Was? Der Andi aus der Zukunft ist wieder so euch gestoßen und sorry Leute, das Ding ist, ich bin jetzt wirklich ein bisschen not amused, aber es ist leider so, dass SR, um es mal so zu sagen, nicht möchte, dass ich das Video als Reaction hochlade auf YouTube und es wurde weltweit gesperrt, habe ich jetzt gerade gesehen und deswegen bin ich jetzt hier im Edit-Bereich und gucke mir an, was ich machen kann, damit ich das irgendwie euch präsentieren kann und einen Workaround zu finden. Also wenn du das Video jetzt siehst, dann habe ich wohl wahrscheinlich den Workaround gefunden. Sorry, es geht wirklich nur leider so. Ich möchte die Reaction auf jeden Fall bringen und ich habe jetzt wirklich super alles, alle Hebel in Bewegung setzen, versucht, wie ich das irgendwie hinbekommen kann. Deswegen seh es mir bitte nach, dass es nicht wie gewohnt mit dem Video ist, dass ich halt einen Workaround jetzt finden musste, aber ich denke mal, das tut der Reaction überhaupt keinen Abbruch, weil das Video kennt ihr ja oder legt es dir vielleicht zu nebenan oder so, aber hab auf jeden Fall viel Spaß und Bro, neuen College-Track auszuchecken und ich bin echt gespannt. Ihr habt es mir so krass empfohlen und gesagt, so hey Andi, du musst es dir reinziehen und ich bin wirklich so krass gespannt, weil in einem San Diego-Video habe ich ja gesagt, so hey, diss zu Kolle weg, was war Kollegas Antwort? Und ich habe gesagt, das ist die Antwort und deswegen bin ich so mega drauf gehypt, wie das Ganze hier jetzt eskalieren wird und ich glaube, wir haben auf jeden Fall Spaß. 13 Minuten 35, ich würde sagen, wir steigen direkt ein und bin ich bereit? Eigentlich nicht, aber egal. Let's go. Kollege, Legacy. Oh, Bro. By the way, auch hier, ne? Die Statur. Will ja nichts sagen, ne? Aber es sieht schon gut aus im Video. Okay, let's go. Ich bin 17, um mich rum nur resignierte Zukunftspläne. Meine Homies Teil einer deprimierten Jugendszene. Frustschakarriere unter kaputter Laterne. Durch bisschen Wodka kriegt die Bushaltestelle. Okay, stopp. Ist es hier komplett autobiografisch, oder? Ich habe so das Gefühl, es ist komplett autobiografisch, wenn er jetzt schon so anfängt. Und das Ding ist, du merkst es ja, also er hat die Augen zu. Ja, Körperhaltung ist komplett irgendwie so zack, zack. Er kommt rein ins Set, ja. Er gibt erstmal High Five so zum DJ. Er nimmt sich das Mic. Total unaufgeregt so von dem Storytelling in dem Video, also der Fokus, ne, anthrazitfarbener Hintergrund, eher im Weißen, so suggeriert ja auch schon so sei das, was er jetzt sagt, steht im Vordergrund. Also ich glaube, es wird hier sehr, sehr minimalistisch reduziert, so von Visuals, aber dafür sehr krass Storytelling und ich bin gespannt. Ich habe auch super viele Comments gelesen, die gesagt haben, so Legacy erzählt so seine Geschichte und da bin ich drauf gespannt, weil ich habe davon eigentlich so mehr oder weniger nichts mitbekommen und übrigens, ich feiere es voll ab, dass du da draußen mir immer in den Comment-Bereich, High Five, mir da die Infos gibst, ja, und sagst so, hey, so und so, so, und auch an die Leute, die sagen, du kennst dich ja gar nicht aus, ja, das ist ja auch der Sinn und Zweck dieser Reihe Metalhead zum ersten Mal, einfach organisch zu lernen, nochmal so eine Zeitreise zu machen, ja, mich da so zurückzuschicken, wie der Typ zu Sarah Connor und so sagen, so, halt, warte mal, da war ja was. Und das durchlebe ich gerade und deswegen ist es auch für mich so mindblowing. Deswegen vielen Dank für die Hilfe. Aber klein Andi lernt, ihr wisst ja, ich habe ja verschiedene Lerneffekte. Ich kann ja schon die ein oder andere Sachen zusammenfügen. Und da sind wir jetzt mal gespannt, wohin die Reise geht. Also, ich will jetzt auch gar nicht so lange rumlabern. Ich wollte einfach nur die ein oder anderen Punkte hier nochmal ansprechen, die mir besonders wichtig sind. Ich finde für manche Juwelen, für manche Perlen, ihr wisst ja, das One-Take, muss man sich hier ein bisschen Zeit nehmen. Und ich glaube, hier ist es auch, um die Appreciation hochzuhalten, um einfach so, ne, diese Wertschätzung zu sagen, so ein Künstler hat sowas rausgebracht, muss man auch so ein bisschen auch wertschätzen. Ich will jetzt nicht drüber gehen, so einfach sagen, gut oder so. Wisst ihr, das mache ich nicht, gehe da ein bisschen deeper rein, soweit ich das kann. Und mit euch zusammen machen wir da wirklich ein schönes Ding draus. 17 um mich rum, nur resignierte Zukunftspläne. Meine Homies Teil einer deprimierten Jugendszene. Frustscher Karriere unter kaputter Laterne. Durch bisschen Wodka kriegt die Bushaltestelle Clubatmosphäre. Statt ausharren und warten, musst du einen Traum haben, dich aufmachen, aufraffen und starten. Stell dich dem Ziel, eine Perspektive ist nichts, was die Gesellschaft dir gibt, sondern was du selbst in dir siehst. Fuck ey, Gänsehaut, ne? Ich hab's ja eben schon gesagt, ist in dem Intro sozusagen, ey, wie krass es ist, wenn man einfach so eine Vision hat. Und wisst ihr, was das Krasseste ist? Ich habe dieses ganze Ding, ich glaube, vor einem Jahr in mein Tagebuch, in einem Journal reingeschrieben, habe gesagt so, ja, hätte Bock, irgendwas auf YouTube zu machen, hätte Bock, da irgendwie Leute mit zu begeistern, so. So heftig. Cool rausschmiss, 05 im Abi, ja, mach Money klar als Rastiler. Die anderen planen Urlaubstrips, wie Australien Backpackreisen. Ich kann mir gerade vom Ersparten den Master von Marokkanern ein paar Marihuana-Packets leisten. Beginn die Ware zu verteilen, mit oberflächlichem Wissen von Dope-Geschäft. Könnt ihr bitte da draußen sagen, wie gut der Beat ist? Fuck off, ist der Beat gut? Ich will wirklich nicht fluchen, aber es ist so gut.
Ich liebe gute Musik. Und wenn ich gute Musik höre oder wenn ich gute Musik erkenne, eigentlich wertschätzen, weil ich wollte einfach sagen, wenn ich was höre, was mir gefällt, ach komm. Ich bin dann an den Großstadt-Ecken zu ticken, will bloß was Besseres mitten. In einer Zeit, wo es keinen Lohn gab, ich broke war, will bloß mal das Plus am Monatsende erblicken. An den Weekends-Partys, Hosts abschleppen und ficken. Nebenbei höre ich Rap und fang an Flow-Stafetten zu kicken. Overtech in den Bild, schreib erste sechsfach ein Verse. Kaufe das Headset, gib im Netz an, dass ich Rapstar sein werde. Denn ich seh die Rapper und denk mir nur, was für Opfer. Der RBA-Gangster-Style wie die Kalaschnik. Ey, RBA habe ich schon so oft gehört, ich muss mich damit mal auseinandersetzen. Ne? Auch mit San Diego oder so, als er meinte irgendwie, ohne Schallkondensator. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht San Diego nachmachen, aber es ist mir gerade so rausgerutscht. Ohne Schallkondensator, ohne gescheites Mic oder so. Warum habe ich das jetzt eigentlich? Wie gesagt, ich cutte nicht, Leute. Das war jetzt ultra peinlich. Vielleicht habe ich irgendwie zu viel Kolle gehört. Im Übrigen an, ich weiß nicht, ob Rotlicht-Sonate schon draußen ist, ne? Aber da ziehe ich so ein bisschen den Kopf ein, weil ich glaube, ich habe da bei Rotlicht-Sonate gesagt, er rappt wie so mit angezogener Handbremse. Das war überhaupt gar nicht negativ gemeint. Im Gegenteil, ich dachte einfach, yo, ich kenne von dem viel krasseren Shit. Und dann habe ich aber im Laufe des Videos ja gemerkt, hoffentlich siehst du das, dass Kolle so eine Art hat, auch einen Stil zu switchen und so seine Aussage in einer bestimmten oder in einem anderen, wie soll ich sagen, durch einen anderen Äther fließen zu lassen. Und das Medium zu switchen im Sinne von so seine Stilmittel, so die Technik, so die Musik. Und ganz am Schluss zum Video sage ich ja auch, wie krass ich das finde und wie übertrieben gut das ist. Also ich muss mal gucken, ob das Video schon draußen ist, aber da war ich so und dachte mir, oh nein, oh nein. Aber das war meine Meinung. Ich dachte da so in den ersten paar Sekunden, okay. Und dann hast du ja aber gemerkt, wie sich der Track aufbaut. Hier ist es genauso. Ich bin gespannt, was noch kommen wird. Ob das jetzt hier so weitergeht oder ob das einfach nur so nice Storytelling ist. Und ich finde es bis jetzt super unterhaltsam. Koffer im Aktenkoffer, okay, dann ist Showtime, Bitch. Ich droppe das so. Ich sag's noch, und der Beat switcht. Okay, die Frage ist jetzt, switcht der einmal oder switcht der mehrmals? Und die Frage ist, er blendet hier, das habe ich schon gesehen. Ich würde ganz gerne auch so ein kleines Weihnachtsspecial machen oder irgendwie um die Weihnachtszeit herum das, die X-Mas Edition, die Christmas Edition vom Z vom Zuhälter Tape 1. Ich wollte es gerade selbst so sensieren, aber ich dachte, komm, was soll's. Ding rausbringen. Ich dachte auch schon, okay, cool, das wird richtig nice. Bin mal gespannt, aber ist der Beat jetzt davon oder hier oder gibt es immer so die epochalen Unterschiede? Ich bin gespannt. Tape, Job währenddessen am Flughafen Gate in Frankfurt und ticke den Kugel von Haze. Ich drop one in meinem Kopf mehr Lines als Kugeln. Bitch, der Musik clip, kein Studio Hit, nur cool Edit. Doch ficke den Rapper wie ein Groupie Chick. Die Motherfucker werden am Mic wegrasiert. Ich komme mit den fresheren Lines und den besseren Rhymes und der Z hat die 1 hat Style etabliert. Kein Cash kassiert, jetzt for free ins Netz kriegt den Deal re-release. Es tickt 2K, doch weiß, okay, dass aus mir ein Nummer 1 Rapper wird. Weiter gedealt, immer Pokerface, nie Opfer aus Strahlung. Auch jung, naiv, Bunker Week, ne ganze Kofferraumladung. Wett abgezockt, doch braucht Darum. Immer wieder Cash Deal, ab jetzt Riesenmengen. Krieg am Ende mies vom Stoffverkauf Ahnung. Den Boss Busse auf Fahrzeug, Amok, Marok nach Frankfurt. 2 Tage, Bach und das war schon, wir machten es ganz kurz. Pep weggesnifft, Text abgezückt, Rap-Tracks gekickt. Direkt gemixt von Rizboh, wenn er weggepennt ist. Shouts gehen raus an Marok, viel Glück im Management. Bis Set hat den 2 verkaufte 3000, kein Cash in sich. Ich find's auch geil, wie die Story sich so entfaltet. Für mich ist es komplett geil, es fühlt sich wie so eine Doku an von Kollegen, so gepresst auf 13:35 und ich finde es mega spannend zu sehen, so was der alles erlebt hat. Und bis jetzt hört sich ziemlich real an. Also könnt ihr gerne auch in die Comments schreiben, aber es hört sich sehr, sehr real an. Also ich finde, da ist jetzt nichts dabei, was jetzt sich jetzt übertrieben anhört nach einem krassen, nach einer krassen Fiktion oder so, sondern es ist, wie gesagt, sehr autobiografisch hier. Und man muss ja auch immer Respekt dafür geben, wenn ein Künstler sich so weit öffnet. Ja, wenn jemand sagt so, hey, das war meine Story, das war meine Vergangenheit. Egal wie die jetzt war und egal wie man das jetzt in Anfrischen bewerten möchte oder für sich so in den Kontext setzen möchte, ist es ja erstmal respektabel, dass jemand so die Hosen runterlässt. Kid, doch auf Tracks die volle Kontrolle wie Don Corleone. Mach mit Dämonen Riesengewinn wie das Horrorfilm-Genre. Im Real Life ist es billig Weed. Auf dem Tisch da Kokainpulver plus Amphetamin. Das Ganze ist wie ein Mosaik. Muster zieh nach Düsseldorf. Krieg von Blocker Nacken. Hey, bin zu der Zeit in sich Fights verwickelt wie Boxbandagentape. Dieser Boss, der gerade da steht, ist für Ghetto-Rapper der Start. Ein rotes Tuch wie das Erkennungsmerkmal der Blast. Dank Pep nur Nächte lang wach. Der König der Lyriker. Gewalttäglich, Alphagene mit persönlich und düsterer. Mein Debüt ist da. Hier L hat den Song gepumpt. Teilner, ich krieg bei Gericht eine Geldstrafe. Auf dem Brummen, Pelzmantel, Autos. Bro, welcher Beat ist das? Sagt mir bitte, aus welchem Lied es ist oder welcher Beat es ist. Das ist. Was ist das? Das ist so gut, Mann. Jetzt mal wirklich. Das ist so krass. Das ist so krass. Was ist das für ein Beat? Ich muss zurück.
ist wie ein Mosaikmuster, zieh nach Düsseldorf, krieg von Blocker Nacken, hey, bin zu der Zeit in sich Fights verwickelt wie Boxbandagen-Tape. Dieser Boss, der gerade da steht, ist für Ghetto-Rapper der Start, ein rotes Tuch, wie das Erkennungsmerkmal der Blast. Dank Pep nur Nächte lang wach, der König der Lyriker, gewalttätig, Alphagene mit persönlich und düsterer, mein Debüt ist sagt. Hier L hat den Song gepumpt, beteiligt, ich krieg bei Gericht eine Geldstrafe aufgebrummt, Pelz, Mantel, Autos, Punkt, ein Rapper mit Schmuck im Real Life Broke, doch es wird auf die Goldkette geguckt. Ah. Rap-Boss auf Schofen ein, Gangster-Sound direkt aus dem Kellerraum, mit Flingern unterm Obdachlosenheim. Dropper Doppel-Lines, red wie ein Rapstar, Blow wie ein König. Ich kleid mich wie ein Kaiser, aber lebt wie ein Bettler, doch in ihr noch. Ich finde diesen Switcher, aber ich finde diesen Switcher von den Beats immer so gut, ne? Ich finde es mega nice, dass einfach so diese epochale Zeitreise hier kommt und ich so reinversetzt werde. Also ich denke mal, dass diese Beats aus dieserjenigen Zeitepoche kommen oder kamen, vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, sind es die Original Beats oder sind die abgeändert. Es fühlt sich so an, als ob man ein Bilderbuch aufmacht und so durchblättert. Und kennst du das, wenn du jedes Mal bei vielleicht so einem Familienalbum oder irgendwas, was du dir selbst angelegt hast oder neuerdings, ne? Ich bin ja ein alter Boomer hier, so mit iPhone oder mit einem Smartphone, irgendwie ein digitales Fotoalbum, dass du dann eben im Prinzip auch verschiedene Soundtracks in deinem Kopf abspielen. Und so war es bei mir auch. Da habe ich gedacht, okay, wenn Skolle diesen auf diesem Track so seine eigene Geschichte erzählt und immer in diese eigenen Epochen abdriftet, ist es dann letztendlich auch so, dass die Beats, also die Musik, dann stellvertretend für diese Epoche sind, wahrscheinlich. Und das finde ich super interessant zu sehen. Also es ist wirklich so ein lyrisches Bilderalbum, das hier erzählt wird, auf einem Musiktrack mit Bildern untermalt und ich finde es bis jetzt großartig. Mir macht Spaß, als jemand, der damit überhaupt keine Berührungspunkte hatte, das jetzt nochmal so retrospektiv zu sehen. Mega. Auf dem Glitzern drehen, als Mama in der Küche sitzt und die Lines von alles, was ich hab, aus meinem alten Discman dröhnen. Und nach Jahren negativer Phasen schlaf ich wieder tiefer. Die Lage wird stabiler auf dem Weg zu einer Legacy. Weit und breit kein Rap-MC. Oh, warte, ich muss ganz kurz zurück. Ey, hier war doch Selfmade, ne? Wie ein Kaiser, aber lebt wie ein Bettler, doch in ihren Augen glitzern drehen, als Mama in der Küche sitzt und die Lines von alles, was ich hab, aus meinem alten Discman dröhnen. Und nach Jahren negativer Phasen. Hier, wollte ich mal ganz kurz reingehen. Ja, Kollege, klärt mich auf. Producer, keine Ahnung. Hier der in der Mitte, ich glaube, den habe ich schon mal irgendwo gesehen, so. Kann es sein, dass das so der Labelchef von Selfmade Records ist, war? I don't know. Glaube ich, ne? Favorite, weil jemand hat mir den empfohlen und meinte so, der trägt immer in eine Kappe oder so, den kannst du nicht übersehen. Also ich glaube, Favorite. Und hier bin ich raus, aber ja, krass, ey. Schlaf ich wieder tiefer, die Lage wird stabiler auf dem Weg zu einer Legacy. Weit und breit kein Rap-MC, der über meinem Rhyme-Level liegt. Kommt der Schmerz, der Dreck, der Streets macht depressiv, der Scheiße hit mich, macht wie Ecstasy, doch Rapper-Therapie, Legacy. Weit und breit kein Rap-MC, der über meinem Rhyme-Level liegt. Styles, Lines, Texte, Beats, Record Deals, Hypes, meine Lifetime, auch hier Level liegt. Kommt der Schmerz, der Dreck, der Streets macht depressiv, der Scheiße hit mich, macht wie Ecstasy, doch Rapper-Therapie, Legacy. Weit und breit kein Rap-MC. Auch hier, ne? Okay, warte mal. Ich dachte nur Running Order. Okay, das sind die 20 bis 20, okay, Support, eine halbe Stunde. 40, Schimmel. War das Schimmel? Slick oder Favorite? Kollege Slick? I don't know, Schimmel, Slick. Könnte einer von den beiden Kollegen gewesen sein. Auf jeden Fall, wenn man sich mal so das Ganze anschaut und so, ne? Das ist schon krass, ne? Wenn man sich mal so vorstellt, von bis. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Show heutzutage bei ihm einfach komplett eskaliert und einfach die Hütte abreißt. Das ist schon lustig, wenn man so sich vorstellt, wie war das vielleicht mal früher, ne? Der über meinem Rhyme-Level liegt. Styles, Lines, Texter Beats, Record Deals, Hypes, meine Lifetime Legacy. 08, ich treff Farid vor der Bahnhofsspielothek, ein Jahr bevor der Agro-Beef losgeht. Oh. Wir waren viel unterwegs und werden Bros in dieser Zeit. Ich lass das Drogendealen sein, das Kollege-Album kriegt einen lockeren positiven Vibe. Spiel Showgigs in der Schweiz, dreh das Big Boss-Video für den Standard damals. Weit über dem Hip-Hop-Street-Niveau, nächtelang im Studio. Oh. Pen auf der Material, langsam wird die Vision, die mir eins der Material. Nach Jahren des Street-Fames, ich fertige 10K mit. Was ist das für ein Beat? Yo, was ist das für ein Beat? Ich habe ja schon vorhin gesagt, der ist sick, aber das ist ja mal ultra geil. Von welchem Song ist das? Comment Section, please. Das ist ja mal ultra nice, der Beat.
Kriegt man lockeren positiven Vibe. Spiel Showgigs in der Schweiz, dreh das Big Boss Video für den Standard damals. Weit über'n Hip-Hop-Street-Niveau, nächtelang im Studio. Pen auf dem Material, langsam wird die Vision, die mir eins der Material. Nach Jahren des Street-Fames, ich fertige 10K mit Kollega Kit und geh da damit in den Charts auf die 17. Schreib Parts, wo er Beats mit Favorite und Rispo. Mach Welle mit Farid, geh mit Basie in die Disco, wo wir Slurz aufheigen. Wir stürmen Underground-Jams, wo wir dann Traktorreifen auf die Backpack-Sparkus schmeißen. Wir gehen Kampfsport treiben, Seedorf ist kein Ferienparadies. Hier, wir stehlen unsere Körper wie ein Alien-Parasit. Ey, wie krass jung der da aussieht, ey, wie lustig. Also lustig im Sinne von halt, ne, wie krass die Zeit vergeht, ey. Das ist komplett, also jetzt sieht er halt aus wie ein erwachsener Mann, so, ne. Und hier, aber trotzdem, ey, das ist so fucking lustig. Kennt ihr das, wenn ihr alte Bilder von euch entdeckt und denkt so, oh Mann, ey, ist das cringe, ja. Aber es ist so krass zu sehen, dass jemand, der eine Vision irgendwie damals hatte, heutzutage, keine Ahnung, das 10x, 100x-fache da draufpackt oder draufgepackt hat und aber trotzdem so seiner eigenen Vision treu geblieben ist. Weißt du, das meine ich? Das ist, what the fuck? Für mich ist es total krass zu sehen. Das macht so Spaß gerade, mir das anzugucken, weil ich könnte mir vorstellen, wenn du da draußen jetzt zum Beispiel Kollege alle Jahre verfolgt hast und du bist so Fan 1 von der ersten Stunde, können wir vorstellen, dass es ja ultra brainmelting für dich war, wenn du gesehen hast, wie krass erfolgreich der dann wurde und du gedacht hast, yes man, so, ja, den Künstler, den ich supporte, so, der geht jetzt durch die Decke und für mich ist es halt auch im Nachhinein in so einem Zeitraffer übelst krass zu sehen. Also es ist halt schon wahnsinnig, ne? Weil ich meine, ich mache jetzt hier so fast forward, aber du da draußen hast es vielleicht so in Realtime erlebt und denkst dir so, mega. Unser Trainingsplan massiv, wir sind jede Nacht aktiv. JBG gedeiht zu leben, das Ergebnis ballert mies. Wir gegen die Szene. Yo, das Einzige, was ich von damals gekannt hat, ich wusste noch ganz genau, so ein Kumpel für mich, ich will sagen jetzt nicht den Namen, wir sind in dem seinem Opel Corsa gefahren, ja, damals noch so den alten Corsa. Und damals war ein Corsa, heutzutage ist es so, wenn du Corsa sagst oder fährst oder Opel, so, dann ist es ja schon. Aber wenn du damals, ihr wisst vielleicht, was ich meine, gesagt habe, du hast ein Opel Corsa und das war echt so ein abgegammelter, dann, ihr wisst, wovon ich spreche, ziemlich abenteuerlich. Lustigerweise befand sich dann der Opel Corsa, also nicht nach der Fahrt, aber irgendwann mal hat er mir erzählt, irgendwann in einem Straßengraben und erst nachts, dann hat einfach, es hat einmal eine Tür zugemacht und ist weggelaufen. So. Also es war schon ein bisschen eine wilde Zeit so. Den Beat kenne ich noch, das ist hier Mitternacht, ne, von JBG1. Das war so das, was er die ganze Zeit gehört hat und mir ging das damals so auf die, ja, und ich dachte mir, ey, das ist zwar ein cooler Beat so, das ist irgendwie musikalisch, aber oh, ich kann damit überhaupt nichts anfangen und ah, komm, und das ist lustig, das habe ich gerade eben wieder erkannt, deswegen habe ich mich voll gerade jung gefühlt. Eine Powerlifter gegen Dauerkiffer Gangbangs. Wir haben die Bitches geteilt wie Zauberkünstler. Video drehen Belgrad auf einem Boot mit einer Bordellslut. Farid schleppt eine Original zweifache Mutter im Hotel ab. Wir haben 6K verkauft. Okay, also auch hier ist es lustig. Ich erfahre über Mr. Bang auch die ein oder anderen Sachen, die vielleicht wirklich der Wahrheit entsprechen. Mit der Bordellslut. Farid schleppt eine Original zweifache Mutter im Hotel ab. Wir haben 6K verkauft. Damals sag ich, Bro, ich bring nur noch ein Z-Tatte raus und hör endgültig auf. Hab kein Cashflow, nur Sense. Rechnung stapeln sich, dann kick ich an 18 Tracks und fasse das epochales Rap-Monument. Oh. Das kommt zum Shutdown der Homepage. Alle Leute die Box mit dem Hörspiel Entertainment haften. Nice Stuff auf. Leute, ich freue mich jetzt schon so drauf, die ganzen Zuhälter-Tapes durchzugehen. Ihr sagt jetzt so, hohohoho. Aber es ist wirklich so, ich freue mich so drauf. Ich glaube, da erwarten mich noch übelste Sachen. Im Hooktape und der Trilogie der Tapes. Hey yo, Disco-Speed mit Faith wird unser meistgeklickter Clip, seitdem wir Hip-Hop-Videos drehen. Erste Nightliner-Tour, 10 Stunden Fahrt mit der Crew. 2-3 Stunden Schlaf, dann raus zum 16-Bars-Interview. Und ich schalte am Esso-Shop, schmeiß 1 Euro in den Automat, drück den Espresso-Knopf und es wirkt wie Elektroschocks. Schlafen kann ich, wenn ich grau bin wie die Ghetto-Blocks. Nutte, ich bin Kollege, der Rap-Koloss und das ist meine Legacy. Okay, wir haben jetzt zum ersten Mal die Hook nach 4:35. Kommt jetzt die Hook rein? Ich dachte schon 4:20. Naja, kommt jetzt die Legacy Hook? Rap MC, der über meinem Rhyme-Level liegt. Kommt Cash, der dreht, der Dreck, der Streets macht depressiv. Der Scheiße hit mich, macht wie Ecstasy. Auch Rapper-Therapie, Legacy. Weit und breit kein Rap MC, der über meinem Rhyme-Level liegt. Oh. Styles, Lines, Texte, Beats, Record Deals, Hypes, meine Lifetime Legacy. Dann kommt JBG2, wir stimmen mit Hardcore-Rap die Charts. Ich muss ganz kurz zurück, ich muss sagen, die Hook, der Chorus so hier von Legacy ist schon richtig nice. Ja. Und das habe ich gemeint so, ne? Wenn du den anguckst, ist halt schon ein Erscheinungsbild, sag ich mal so, ne? Und von früher, wenn man das so mal sieht, krass, so die ganze Entwicklung und das Äußerliche ist ja wirklich nur so ein kleiner Prozentsatz. Ja? Das ist ja so ein Eisberg, so was darunter passiert. Ne? Was, ich will mir auch gar nicht vorstellen, so was in ihm vorgegangen ist,
wenn man so jetzt so die Story hört nach all den Struggles und am Anfang und so und wie das Ganze dann durch die Decke gegangen ist, wie man sich da so fühlen muss und so, ne? Und, oder was man denkt und dass man nicht abgehoben wird, dass man dann trotzdem irgendwie, ne, so seine eigenen stick to your guns, dass man so seinen eigenen Werten dann loyal bleibt und das finde ich krass. Komm, Cash, mit der Dreck, der Schieß macht depressiv, der Scheiße hit mich, macht wie Ecstasy, doch Rapper Therapie, Legacy. Weit und breit kein Rap-MC, der über meinem Rhyme-Level liegt. Styles, Lines, Texte, Beats, Record Deals, Hypes, meine Lifetime-Legacy. Dann kommt JBG 2, wir stimmen mit Hardcore-Rap die Charts. Ich muss nicht sagen, was ab da bis Imperator jetzt geschah. Von Platin und dem Fame, den Rekorden und Erfolgen brauch ich gar nichts mehr erzählen. Das habt ihr alle hier gesehen. Ich nicht. In 24 Stunden Gold gegangen. Einer muss es ja machen. Der Boss, Kollege, das Ergebnis einer Fusion von Kreativität und Kreativen. Brachte die Bosshaftigkeit in jedes Ghetto, jedes Kuhdorf. Ich hab ne Bewegung geprägt, so wie Jacko mit dem Moonwalk. Rap-Musik ist Blutsport, wer den Mac kopiert, wird wegrasiert. Wer Stress will, weiß ein Track von mir, ist in etwa so wie Rufmord. Ich rap Klassiker-Alben, Flow wie Kalaschnikow-Salben, hab mich... Okay, ich habe vorhin so am Anfang gesagt, jetzt wird wahrscheinlich total reduziert werden, Kollege nur mit BJ und mega, ne, die Whistles werden nicht krass werden, aber jetzt fängt es ja auch schon an und die ganze Zeit ja auch schon in dem Video, da immer die einzelnen epochalen Highlights sich dann zu picken und auch visuell zu untermauern und das sieht schön aus, ja, das finde ich cool. Und ich darf ja auch nicht vergessen, dass der Track jetzt auch nicht seit gestern erst draußen ist, also wenn man sich mal vorstellt, dass der jetzt auch schon ein paar Jährchen alt ist. Asphalt über Wasser gehalten, ey yo, mit Krokodils und Ferienjobs. Autos, die ich früher liste, sind heute neue Werbungen wie Cola Zero, Fernsehsports, Hass oder... Hoho. Wenn Klein Andi was entdeckt, ist auch immer nice, ne? Hat Manuel Neuer nicht irgendwie für Coke Zero oder so Werbung gemacht? Kann ich mich auch noch dran erinnern, was war schon ein bisschen her. Ich bin so froh, wenn Andi wieder einen Lerneffekt hat und ihr seht es, ne? Ich finde es so cool, das Ganze organisch zu wissen. Ich könnte mir das durchlesen, ich könnte mir irgendwelche Essays reinziehen, ja, aber ich finde es so gut, es einfach organisch so durch die Tracks zu lernen. Und ich habe ja schon gesagt, so in einem Jahr habe ich Deutschrap-Abitur. Wird wegrasiert, wer Stress will, weiß ein Track von mir, ist in etwa so wie Rufmord. Ich rap Klassiker-Alben, Flow wie Kalaschnikow-Salben, hab mich hasselt auf nassem Asphalt über Wasser gehalten. Ey yo, mit Krokodils und Ferienjobs. Autos, die ich früher liste, sind heute neue Werbungen wie Cola Zero, Fernsehsports, Hass lodert wie ein Kerzendocht. Twitch aber nach wie vor, krieg keine Großfamilie, Cash vom Boss, solang dieses Herz noch braucht. Der Thron gehört mir und wer jetzt... Oh... War das hier eine Anspielung auf die ein oder anderen Rapper aus ein oder anderen Städten? Krass, ne? Ferienjobs, Autos, die ich früher liste, sind heute neue Werbungen wie Cola Zero, Fernsehsports, Hass lodert wie ein Kerzendocht. Twitch aber nach wie vor, krieg keine Großfamilie, Cash vom Boss, solang dieses Herz noch braucht. Der Thron gehört mir und wer jetzt Bock auf Beef hat, soll fronten, aber muss erst mal versuchen, hoch in meine Liga zu kommen. Nicht mal mit Bankenkrediten, könntet ihr Honeymoon sweeten und Finkers, seh ich mal bei Instagram kurz. Antisemiten, macht mich zum Antisemiten, weil ich Palästinensern helfe, in deren Heimat es aussieht wie in Vietnamkriegsgebieten. Ohne jetzt so krass, also ich meine, ich kann es anders formulieren, könnte sagen, wie heftig es ist, und auch hier wieder schon Gänsehaut am Start, so übelst krass, wie sich Geschichte wiederholt, ne? Man könnte auch meinen, Leute hätten nichts dazugelernt oder die Menschheit oder die Welt, ey, das ist so krass zu sehen, wie einfach politische Themen immer und immer wieder auflodern, ey, und dann, das ist halt krass zu sehen. Ich kritisiere das Siedlungsprojekt, kritisiere die Milizen, bin für Free Palestine und den Befriedungsprozess. Also jammert man nicht rum, ihr seht den Kamerablickpunkt. Ich war da mit meiner Mannschaft von der Anpacker Stiftung. Das war eine Anfangsentwicklung, statt zu labern, fangt an, nimmt ihr die Hand, man leckt das Ganze langsam in eine andere Richtung. Ich hab den Ehrgeiz dafür, ihr könnt nur haten, gönnt nur jedem immer das Beste, bis er dann mal mehr hat als ihr. Sag mein Konzert da von ihr, kein Plan von der Kunstform habt. Digga, Battle Rap ist wie deine Blowjobs-Kiss, ne Mundsportart. Ohne Witz, das möchte ich hier ganz kurz unterstreichen, also jedenfalls die eine Stelle, nicht die andere, dass dieses keine Ahnung von der Kunstform haben. Das ist so krass, ne? Das ist ja auch so heftig. Ich kam ja auch hier in die Szene rein und ich habe gesagt, okay, Rap ist ja alles so primitiv oder assi oder, ne, und was man so hört. Und dann habe ich so die ersten Tracks gehört und dachte mir, Moment, warte mal, aber erstens Entertainment, so. Zweitens gibt es super unterschiedliche Rap-Richtungen. Es wäre genauso, wie wenn du sagen würdest, im Metal gibt es nur Metal. So, das wäre auch so hirnverbrannt. Ich könnte jetzt auch Abhandlungen und Referate halten über die unterschiedlichen
Metal-Richtung und so, da würdest du ja auch sagen, okay, das verstehe ich dann irgendwie. Und deswegen finde ich es so krass, dass jemand, der gebildet ist und der in einem beispielsweise journalistischen Bereich arbeitet oder Medien allgemein oder grundsätzlich irgendwo, bei dem es eine Voraussetzung ist, ein gewisses Intelligenzniveau mitzubringen, dass die Leute dann sagen, hier Rap würde so und so sein oder würde so und so Leute dazu animieren, dessen das zu machen. Hey, ich bin Gamer, ich kenn's. Was war mit Counter-Strike damals? Ja, was war mit Amokläufen? Was war mit Gewalttaten so aufgrund von, weil nur irgendwie ein Depp halt ein Game auf dem Rechner hatte oder irgendwelche Bands, ne, mit Slipknot und so damals oder mit Manson. Ey, ich fühle das komplett so. Deswegen, ich glaube, hier sind wir uns gar nicht so unterschiedlich. Also die Szenen, glaube ich, ähneln sich sehr, sehr stark. Siehe die Milizen, bin für Free Palestine und den Befriedungsprozess. Also jammert man nicht rum, ihr seht den Kamerablickpunkt. Ich war da mit meiner Mannschaft von der Anpacker-Stiftung. Das war eine Anfangsentwicklung. Statt zu labern, fangt an, nehmt ihr die Hand, man leckt das Ganze langsam in eine andere Richtung. Ich hab den Ehrgeiz dafür, ihr könnt nur haten, gönnt nur jedem immer das Beste. Bis er dann mal mehr hat als ihr. Sag mein Konzert da von ihr, kein Plan von der Kunstform habt. Digga, Battle Rap ist wie deine Blowjobskiss, ne Mundsportart. Fühl dich kompetent und wichtig, doch sei konsequent, zitier die Songs. Sequenzen richtig gibt und weiß vom Genre Rap hier nix bist. Journalisten Snitch, ich piss auf dich, wenn ich dich in die Knie zwing, kriegst du Peachkin Golden Shower wie der Bruder von Khaleesi, ey, der Big Boy. Game of Thrones. Ey, ich liebe es. Ich finde, Kollega hat so eine Art an sich, der kann halt Sachen rüberbringen und kann halt irgendwie was delivern und das ist halt, du musst so krass, wie oft habe ich darüber nachgedacht und bin nachts, ihr lacht jetzt, ne, aber ich habe nachts manchmal so solche Phasen, da wirst du wach und dann schießen dir tausend Gedanken durch den Kopf. Und wo war denn das? Ich weiß nicht, bei irgendeiner Line oder so, dann bin ich nachts aufgewacht und dachte mir, oh, das war das. Und das ist so lustig zu sehen einfach nur. Und es gibt immer wieder Momente, in denen ich halt so das Schmunzeln anfange und denke so, oh Gott, wie großartig ist das, dass man einfach sowas hat, das über eine Sprache funktioniert, aber auch über die Emotionen, über die Musik so und dann halt diesen Merger zusammenbekommt, ne? So diese beidseitige Herangehensweise. Ich feiere das komplett, ey, das ist richtig gut. Und ja, eben Journalisten, ich habe es ja eben schon mal angesprochen und hier kommt auch der Part, lustigerweise. Ich will jetzt nicht wieder hören Pre-Watch, ich bin da schon mal auf die ein oder anderen Videos gespannt, weil ich überlege halt so, was könnte kommen, ja, oder was suggeriert mir jetzt diese Line, wie wird die Story aufgebaut? Ich versuche in meinem Kopf immer ein Bild zu malen, wenn ich einen Song höre und denke mir, okay, wohin führt mich die Reise? Welche Täler durchquere ich noch? Und das ist halt immer so bei mir. Ich muss mir das immer vorstellen. So eine Story wird dann bei mir im Kopf erzählt und deswegen, ich bin jetzt noch gespannt, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte, was da noch kommen mag. Also ich meine, der Track geht jetzt super nach vorne, autobiografisch, ist wirklich, finde ich persönlich mega, mega geil vom Storytelling. Ich bin jetzt nur gespannt, ob noch einmal eine Hook kommt, ob das jetzt nur eine einmalige Geschichte war, ob das überhaupt die Hook war. Kann ja einfach nur sein, dass es einfach nur ein Verse war. Und hier bin ich jetzt wirklich gespannt, was mich dann noch erwarten wird. Und ich warte ja immer noch auf den San Diego-Diss. Und ihr habt ja gesagt, das wäre die Antwort. Und ich habe jetzt schon gedacht, okay, an der einen oder anderen Stelle war es das jetzt. Aber wenn ihr sagt, der Kollege hat geantwortet, dann müsste ich es ja eigentlich merken. Mit meiner Mannschaft von der Anpacker-Stiftung, das war eine Anfangsentwicklung. Statt zu labern, fangt an, nehmt ihr die Hand, man leckt das Ganze langsam in eine andere Richtung. Ich hab den Ehrgeiz dafür, ihr könnt nur haten, gönnt nur jedem immer das Beste. Bis er dann mal mehr hat als ihr. Sag mein Konzert da von ihr, kein Plan von der Kunstform habt. Digga, Battle Rap ist wie deine Blowjobskiss, ne Mundsportart. Fühl dich kompetent und wichtig, doch sei konsequent, zitier die Songsequenzen richtig. Gibt und weiß vom Genre Rap hier nix bist. Journalisten Snitch, ich piss auf dich, wenn ich dich in die Knie zwing, kriegst du Peachkin Golden Schauer wie der Bruder von Khaleesi, ey, der Big Boss, der den Rauch rauspustet und Steiger so in Bauch haut, dass er seine Niere durch sein Maul raushustet. Ich bin mit Selfmade zusammen nach oben hochgestiegen, getrennte Wege, doch Loyalität wird groß geschrieben und ich bin keiner, der sich wegen Business und Money mit dem alten Kämpfer streitet, wie Feinde von Mr. Miyagi. Ihr Pisser wisst gar nichts, ihr habt Zayed gedisst, der Junge hat 2016 nur seine kranke Mom unterstützt, durch bisschen Cashflow, durch Rap-Passagen, oder was für Cashflows, das sind bald ganze Cash-Tsunamis in den letzten Jahren werden meine Band ist immer. Auch hier eine Cash-Tsunamis, Cash-Leute, das ist so gut. Teurer, weil ich ein Händchen für Erfolg hab, wie im WM-Spiel Maradona, denn ob Echo, Gold und Platin, ich räum ab, was das Zeug hält, wie mein Butler beim Säubern des Echthaus-Mobiliars. Jo, Frederik muss putzen, oder? Das hab ich schon gelernt.
Wie WM-Spiel Maradona, denn ob Echo, Gold und Platin, ich räum ab, was das Zeug hält wie mein Butler beim Säubern. Ist echt aus Mobiliarskit, ist es cool, egal der Business und Alpha-Man, nachdem die Bitches sich den Hals verrecken, Kid, die Snitches, die am Galgen hängen. Ich hab die Dollar-Stacks, Schweignote, Zollrespekt, mein Imperium, Erfolgsgeschäft wie Goldman Sachs. Boss Life, ja das ist Kostspiel, die Grades, guck die Lacoste-Gürtel, Schnalle, Zieren, Swarovski, Kristalle, doch Mama, du warst immer meine Nummer 1 und auch zukünftig, wenn ich 100.000 mach, dann kriegst du 50. Ich bin fett. Wow, das ist krass, ne? Das ist auch schon, das meinte ich vorhin auch so mit, ne? Humble und zu gucken, wo man herkommt und so. Das ist so krass. Bei ihm habe ich so das Gefühl, er lebt es hundertprozentig. Prominent und so self-confident. Ich baue mir ein Felsmonument, wo drauf steht Rap-Gott-Legende. Das sind königliche Rap-Skills. Redet, was ihr wollt, ihr Schafe. Ich bin der Löwe, der zuletzt brüllt. Oh. Warte mal. Gehen wir nochmal rein. Wollen wir nicht zu früh los? Du hast noch ein Kapitel vergessen. Ein Kapitel vergessen? Boah, wüsste ich jetzt nicht, welches. Welches denn? Sagt ihr wahrscheinlich. Ich weiß es. Ja, geh noch mal rein. Moment. Ist es das? Er lacht so. Und den Beat kenne ich auch. Woher kenne ich den Beat? Leute. Ja, stimmt, das Kapitel hatte ich vergessen. Ich schwör's euch, ich bin so gespannt, sorry, ich gehe kurz zurück, wir lassen es wirken. Ich bin so gespannt, ob jetzt das kommt, was ich vorhin angeteasert habe, so die Antwort auf den San Diego-Diss, oder ob jetzt einfach eine andere Epoche kam, aber das ist jetzt, also jetzt bricht es hier so in dem Video. Ich habe so das Gefühl, dass hier was aufgebaut wird und es ist so, ne, mit diesem, er spricht zu ihm, ich bin gerade so ein bisschen hyped und ich versuche die Spannung aufzubauen bei mir, aber ich glaube, ich lasse jetzt einfach rein. Ja. Wollen wir nicht zu früh los? Du hast noch ein Kapitel vergessen. Ein Kapitel vergessen? Boah, wüsste ich jetzt nicht, welches. Welches denn? Ja, geh noch mal rein. Ich bin so gespannt, ey. Woher kenne ich den Beat? Ich schwör's dir, ich habe auch ein Reaction-Video dazu gemacht. Ich weiß es noch. Ja, stimmt, das Kapitel hatte ich vergessen. Gehe ich letztens in YouTube rein, sehe ich meinen Sohn, 40 Kilo, er hampelt rum in einem Schwammkostüm, der Arme. Was hab ich bei dem Jungen nur falsch gemacht? Also dann here we go. Ich hab's doch gesagt. Oh, geil, nein. Okay. Andi, cool your chats. Ich bin wirklich hyped, und weil ich diese Antwort hören will. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, weil wir haben 8:26 und uns erwarten echt noch so gute 4,5, 5 Minuten. Okay. Ready? Mein Sohn, 40 Kilo, er hampelt rum in einem Schwammkostüm, der Arme. Was hab ich bei dem Jungen nur falsch gemacht? Also da muss ich jetzt echt mal ein bisschen taktlos werden. Ganz kurz. Das hier ist kein Hass-Trick oder so, nur eine Machtdemonstration. Dimitri Schmackhoff, ich sprich zu dir wie ein Vater zu einem Sohn. Hab dich behandelt wie einen Bro, dich bezahlt und... Heißt das so? ...in einem Schwammkostüm, der Arme. Was hab ich bei dem Jungen nur falsch gemacht? Also da muss ich jetzt echt mal ein bisschen taktlos werden, ganz kurz. Das hier ist kein Hass-Trick oder so, nur eine Machtdemonstration. Dimitri Schmackhoff, ich sprichst du dir wie ein Vater zu einem Sohn. Hab dich behandelt wie einen Bro, dich bezahlt und wie es keiner sonst hat ins Rampenlicht. Boss-Aura. Das war doch Boss-Aura, oder? Ich bin relativ confident, dass das der Boss-Aura-Beat ist. Ich bin ziemlich confident, dass das der Boss-Aura-Beat ist. Und heißt San Diego Dimitri? Und der bekannte dich denn schon? Kollege, push nicht jeden. Welche Chance hätte die Szene wohl so einer egolosen Metro-Schwucht einem Player-Look gegeben? Erbärmlicher Vogel zieht ein Kostüm von einer Cartoon-Figur auf und man nimmt ihn damit sogar ernster als ohne. Ja, du hast 70.000 mit deinem ersten Tape geschafft. Nur dass ich dir dafür 10 Jahre den Weg geebnet hab. Ich bin dein Papa, du Hund. Also mach den Mund so, du weißt. Es ist, als ob sich eine Stewardess mit Columbus vergleicht. Wo willst du denn heute stehen? Und hands down, das ist wirklich eine gute Line. So als ob sich eine Stewardess mit Columbus vergleicht. Schon sehr subtle und unterschwellig und sehr so unterm Radar, aber das liebe ich halt auch daran, weißt du? Also ich finde, Kolle kann natürlich auf den Tisch hauen, so was ich schon mitbekommen habe, aber er kann auch die ein oder anderen Tracks einfach machen, die, sehr, sehr, sehr unterschwellig sind, oder die Lines. Ich bin mal gespannt, ob da ein bisschen härtere Geschütze aufgefahren werden. Ich könnte es mir vorstellen. Ansonsten, ey,
Aber ich habe mich gerade gefragt, heißt denn San Diego Dimitri? Könnte sein. Ich bin ja jetzt in dem Vornamen-Ding drin. Ich habe ja auch schon den einen oder anderen Michael und hier und da kennengelernt und das bin mal gespannt. Nur dass ich dir da 14 Jahre den Weg geebnet hab. Ich bin dein Papa, du Hund, also mach den Mund so du weißt. Es ist, als ob sich eine Stewardess mit Columbus vergleicht. Wo willst du denn heute stehen? Ohne mich gäb's kein Diego und damit dann auch kein SpongeBob-Kid. Du bist mein Fanboy gewesen, sich personal messages. Die RBA-Runde war killer, deine Wordplays und Raps sind sick. Ich schwör, du bist Mac and Biz, hab dich... Wer hat das gesagt? Das Ding ist, hat es San Diego eben gerade gesagt? Also wenn er San Diego, ich finde, er kann so krass irgendwie Stimmen nachmachen. Bin ich der Einzige, der das denkt oder so? Wahrscheinlich sagst du, nö, das weiß jeder. Ich finde, er kann so krass irgendwie Stimmen imitieren und nachmachen oder zumindest halt irgendwie eine funny Figur mimen und so. Das ist sehr, sehr lustig. Im Übrigen, das Video, das bei mir, beziehungsweise das YouTube mir gesperrt hat, das Alpha, die Alpha-Reaction, meine Reaction auf Alpha, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht auf YouTube hochladen, das ist sau bitter, weil da erfahre ich quasi in der Reaction, dass er Felix heißt und das war das erste Mal, dass ich das irgendwo gehört habe, in seiner, in einem Track oder so und ich war so mindblown, ich kam einfach 3 Minuten und ist das jetzt er und so und dann bis ich das gecheckt habe und alles. Das war eine coole Reaction und schade, dass ich nicht hochladen kann. Wir finden eine Lösung dafür, weil ich will sie euch nicht vorenthalten, aber das war episch. Der Moment, in dem mir Andi gecheckt hat, dass Kollege Felix heißt. Zum Rappen animiert, du hast es nächtelang probiert, hast meine Battle-Parts studiert und meine Technik dann kopiert, den ganzen Rap-Stil adaptiert, komplett die Songtext-Struktur, alles Kollege nachempfunden, wie meine Bronze-Skulptur, hast mich um Feedback angefleht, dich angebiedert, fragtest, hey, brauchst du noch Feature-Parts fürs Hate, weil du ein Niemand warst im Game, bei mir begann der Fame, ich hab ein Movement geprägt und gab dir die Chance auf meinem dritten Zuhälter-Tape, verdiente selbst nicht mal gut an CDs, ich schwör, du Maurer hast mehr Platten verlegt als ich beim Bau von einem Fußgängerweg, halte dich trotzdem gut für Boss, Aura, das waren nicht Prozent. Übrigens, by the way, die Kameraführung ist so ein bisschen Kino-Body-Style, oder? Cracko Gallagher, wer den kennt, mit der POV so, Oldschool-Vlog-Style. Wer sonst kriegt für paar Hook Mellos 25%? Bist du Mariah Carey oder was? Und shit, waren die Hooks fremdschämen. Digga, schwuler angehaucht als deine frisch lackierten French Nails. Klar ist das für ein Geldbeutel nicht so toll, fragt man sich jetzt, wie viel Selbstbräune man holen soll als hellhäutiger Kobold, der auf Latin Lover macht. Zurück, ich muss zurück. Was und shit, waren die Hooks fremdschämen. Digga, schwuler angehaucht als deine frisch lackierten French Nails. Klar ist das für ein Geldbeutel nicht so toll, fragt man sich jetzt, wie viel Selbstbräune man holen soll als hellhäutiger Kobold, der auf Latin Lover macht. Was siehst du Outfits von Cartoon-Figuren auf? Du siehst doch ohne wie der Pumuckel aus. Mann, du richtig blasser Krüppel, brauchst schon Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50, nur um dir eine Kippe anzuzünden. Es gab... Ich komme nicht klar, ich schwör's dir, was haben wir noch vor uns? Ich komme nicht klar. Das Ding ist ja auch hier, ne, ich bin ja neutral so. Ich höre mir alle Tracks an, ich finde ja, alle Künstler haben so ihre eigene Art und Weise, was auszudrücken und ich habe jetzt auch schon ziemlich gelernt oder ziemlich schnell gelernt, dass Beef nicht immer so hardcore krass ist oder so, sondern dass halt, ne, auch hier Storytelling, ein bisschen hier und da, du Schlagabtausch, aber ich find's funny, ich find's lustig, es unterhält mich, es ist einfach nur ein Storytelling, das wirklich grandios ist und es entertaint mich in allen Facetten. Shitstorm pur wegen der Boss-Aura CD, doch ich wollte dich noch auf Tour mitnehmen. Trotz dauernden Hates, ich sagte scheiß auf die Hater. Wir zeigen den Pissern, dass das Ding beim Live-Auftritt Gamer, Bruder, und reißen die Stage ab, auch damit du etwas Cash machst. Selbst auf die Gefahr hin, dass man denkt, mein Tour-Backup-Rapper wäre ein Group-Tracker-Member. Doch du pisst dich ein, sagst ab am Tag vor Tourbeginn, lässt mich hängen und klagst dann noch auf Gage. Junge, Pitch-Moves sind dein Urinstinkt. Hängst dann am nächsten echt? Schwanz dran für Klicks an YouTube-Spaß, der noch ein Jahr zuvor auf meine Autogrammkarten wächst. Und wenn das reinpasst. Moment, war das wirklich so? Hat wirklich San Diego oder irgendwie, das Ding ist ja, ich höre von euch immer wieder, dass San Diego irgendwie abtauchen würde, irgendwas releasen würde, abtauchen würde und dann einfach verschwinden würde. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum? Das, was ich so aktuell von San Diego gehört habe oder halt die Songs so, die sind so gut und ich liebe San Diego. Ich liebe SpongeBob, ich finde den großartig als Künstler, als Musiker. Ich finde dem seine Skills übertreffen so einfach, also ich feiere das ab, um es mal so zu sagen. Ich feiere beide ab. Ich finde beide Musiker am... Ich finde, das Ding ist ja, ich könnte noch nicht mal sagen, so wer bin ich zu sagen, das gefällt mir nicht, weißt du? Ich tauche gerade in diese Welt ein und habe so viele Facetten kennengelernt, ich bin einfach nur dankbar. Ich mach selbst auf die Gefahr hin, dass man denkt, mein Tour-Backup-Rapper wäre ein Group-Tracker-Member. Doch du pisst dich ein, sagst ab am Tag vor Tourbeginn, lässt mich hängen und klagst dann noch auf Gage. Junge, Pitch-Moves sind dein Urinstinkt, hängst dann am nächsten Schwanz dran für Klicks an YouTube-Spaß, der noch ein Jahr zuvor auf meine Autogrammkarten wächst. Und wenn das rein platonisch war in eurem gemieteten Stadtloft, warum reimt sich Dimitri Sparkov dann auf Glied-Tief im Arschloch? Ich wollte dich da... Oh. What? Oh, nochmal.
Lässt mich hängen und klagst dann noch auf Gage. Junge, Pitch-Moves sind dein Urinstinkt. Hängst dann am nächsten Schwanz dran für Klicks. An YouTube-Spaß, der noch ein Jahr zuvor auf meine Autogrammkarten wichst. Und wenn das rein platonisch war in eurem gemieteten Stadtloft, warum reimt sich Dimitri Sparkov dann auf Glied-Tief im Arschloch? Ich wollte dich damals... Okay, ich muss dir fragen, ist Dimitri Drama? Ich habe nur diese eine Line weil ihr wegen Stadtloft. Hat er sich mit irgendjemandem eine Wohnung geteilt oder so? Weil in dem einen Song heißt es ja, ne, seitdem ich bang mit Drama oder so. In dem einen, was war denn das? YBM, Yellow Bar Mitzwa Video oder so? Oder eins von den dreien, die ich gehört habe. Bang mit Drama. Drama Dimitri könnte ja sein. Aber ich glaube, also, ist Dimitri Drama? Drama Dimitri? Ich glaube, hier geht es aber um San Diego, oder? Wenn ich das richtig rausgehört habe, da ist der Build-Up, es geht ja über Sunny, und dann Stadtloft gemietet und ich dachte nur, er wäre mit irgendjemandem zusammen und dann wäre Dimitri vielleicht doch Drama, aber es würde ja keinen Sinn machen, weil dann hättest du am Anfang, indem er jetzt auch Dimitri droppt, quasi ganz am Anfang, er schießt ja hier nicht gegen Drama, sondern offensichtlich gegen den Schwamm, und deswegen gehe ich davon aus, dass Dimitri hier San Diego ist. Und dann macht es, würde mich trotzdem nur interessieren, mit wem er zusammen ist. Ja auch egal. Anyway, auf jeden Fall, das hier war, das war krass, ne? Also ich fand so, in der Astrophysik bzw. Quantenmechanik gibt es so den Big Rip. Ist nicht der Mac Rip, Leute. Big Rip wird davon geredet, wenn letztendlich das Raumzeitkontinuum reißt, ja, weil vielleicht kennt ihr Dark Matter oder Dark, also dunkle Energie oder dunkle Materie sind zwei verschiedene Sachen. Eins von beiden war es, ich glaube, dunkle Energie, Dark Energy war es, dass das Universum immer weiter nach außen driften lässt, expandieren lässt, und es wird, oder es gibt so eine Theorie, die gesagt, eines der möglichen Endzeit-Szenarien könnte es sein, dass so dieser große Riss, dieser Big Rip kommt, in dem die dunkle Materie alles so weit, so schnell auseinander driften lässt, dass die Raumzeit an sich reißt. Das ist ein Brain, ne? Aber eben das Gefühl hatte ich gerade bei dieser Line. Ich dachte mir, egal was jetzt noch kommen mag, das war so ein Big Rip-Moment, Mann. Tour wegen der Boss-Aura CD, doch ich wollte dich noch auf Tour mitnehmen. Trotz dauernden Hates, ich sagte Scheiß auf die Hater. Wir zeigen den Pissern, dass das Ding beim Live-Auftritt Game hat, Bruder, und reißen die Stage ab, auch damit du etwas Cash machst. Selbst auf die Gefahr hin, dass man denkt, mein Tour-Backup-Rapper wäre ein Group-Tackern. Member, doch du pisst dich ein, sagst ab am Tag vor Tourbeginn. Lässt mich hängen und klagst dann noch auf Gage. Junge, Pitch-Moves sind dein Urinstinkt. Hängst dann am nächsten Schwanz dran für Klicks. An YouTube-Spaß, der noch ein Jahr zuvor auf meine Autogrammkarten wächst. Und wenn das rein platonisch war in eurem gemieteten Stadtloft, warum reimt sich Dimitri Sparkopf dann auf Glied-Tief im Arschloch? Ich wollte dich damals schon zu Hackfleisch klatschen, doch ich war zu geblendet von der funkelten Strasssteinjacke. Wer macht hier Plastikkacke? Ey, und wie's aussieht, reimt sich Kollege wohl eher auf eine Million verkaufte Tonträger. Du hast den Diss 2011 schon geschrieben und suchst seit 6 Jahren deine Eier um den Track. Was ist das? Okay, Leute, ihr macht mich wieder fertig. Ich glaube, so einen ähnlichen Moment hatte ich bei JBG3 in der Reaction bei Sturmaske auf. Das erste Mal, als ich den Build-Up gehört habe von Farid und Kollegen, und das hat mich komplett in Rabbit Hole reingekickt. Wen ging es dann noch so? Sturmaske auf war so ein krass epischer Moment. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Teilweise höre ich das wirklich vom Sport oder so und denke mir so, oh yes. Das lässt dich wirklich so invincible werden. Oh, ey, das ist so ein Ding, ich sag ja immer, ne, wenn du irgendwas hast, was du irgendwie anziehen kannst, Musik, die du tragen kannst, irgendwie, was du so krass fühlst, dass du das so lebst, atmest, so, das ist heftig. Und diese Line hier, so die zwei Vergleiche waren schon lustig, aber so hart, wie gesagt, Big Rip Moment, so, ich habe das Gefühl gehabt, da reißt gerade Raumzeit und das alles wird außer Kraft gesetzt. Hackfleisch klatschen, doch ich war zu geblendet von der funkelten Strasssteinjacke. Wer macht hier Plastikkacke? Ey, und wie's aussieht, reimt sich Kollege wohl eher auf eine Million verkaufte Tonträger. Du hast den Diss 2011 schon geschrieben und suchst seit 6 Jahren deine Eier, um den Track zu releasen. Wir zahlen noch 1000 Startups Geld, du bleibst ein eierloser Psch, der nicht mal live auf Dritte spielt, weil er sonst Schweißausbrüche kriegt. Mann, du trautest dich nicht mehr aus deiner mickrigen Wohnung, wegen nix als einer Drohung von paar Kids in einem Forum. Da fliegen Flaschen auf Tour, Mann, das gibt Massaker pur. Warte, man hätte dich immer erkannt auf der Bühne mit deiner Lappenstatur. Und was für 1000 Bars, ich mach mir doch keinen Finger krumm wegen einem Abklatsch von mir. Du Lauch, geb ich den High-Fives, sind deine Finger krumm wegen einem Abklatsch von mir. Yeah, Blut auf dem Bordstein ist Sprit. Wenn der Meister dem Schüler eine Ohrfeige gibt, dass ein Storchbein einknickt. Bring ganz BBM zum Werdel, hol die Spinner dazu. Ich bring einen Haufen Finisher-Moves wie Wikinger-Crews. Füll meinen Infinity-Pool mit Dimitris Blut. Der blowt mein Kopf, es sieht von weitem aus, als spielt er auf einem Didgeridoo. Wegen einem Abklatsch von mir. Du Lauch, geb ich den High-Fives, sind deine Finger krumm wegen einem Abklatsch von mir. Yeah, Blut auf dem Bordstein ist Sprit. Wenn der Meister dem Schüler eine Ohrfeige gibt, dass ein Storchbein einknickt. Bring ganz BBM zum Werdel, hol die Spinner dazu. Ich bring einen Haufen Finisher-Moves wie Wikinger-Crews.
Finisher Moves wie Wikinger Cruise, ey. Wie gut ist das denn? Ich überlege mir gerade, stimmt schon, Skandinavien, ne? Finnland und hier oben, aber ey. Ein Infinity Pool mit Dimitris Blut, der blut mein Kopf, es sieht von weitem aus, als spielte auf einem Didgeridoo. Ach so, nur ganz kurz, by the way, ich hab's auch verstanden wegen Finisher Moves, so Finisher. Springen auf Finisher Moves wie Wikinger Cruise. Füll mein Infinity Pool mit Dimitris Blut, der blut mein Kopf, es sieht von weitem aus, als spielte auf einem Didgeridoo. Du wirst gefickt, weil Rap ist wie ein Knast, es gibt kein Mitleid für Frischfleisch. Snitch, schweig, Dimitri, du frisst Blei. Rap deinen gefakten Double Time bei Gigs live oder mach weiter mit irgendwelchen YouTube-Fotzen, Bitch-Fights und Click-Hypes. Ich könnte ihn wegpusten wie ein Gift-Pfeil, doch ich weiß, die paar Dislines hier haben Demi schon gefickt, so wie Rick Grimes. Undankbare Geld, geile Snitch, weiß die Hand, die dich fütterte, zudem machte, was du bist. Ich sah dich wie einen kleinen Bruder, hab dich mental aufgepusht, damit du mal ein Mann wirst, der sich nicht erst Gangschutz kaufen muss, um stark für ein Videodreh zu sein. Labiles Wesen, weiß es selbst, dein neuer Freundeskreis nimmt deine naive Seele ein. Vielleicht siehst du später ein, Digga, der Unterschied zwischen dem, wer du bist und wer du gern wärst, ist kilometerweit. Egal wie viel du blazt bei deinen G's, du Karnevalskostümtrager, der Rotschopf-Kasache mit Latino-Player-Style. Ich legte 6 Jahre lang über deine Bitch-Moves schweigen, dachte mir scheiß drauf, wer war jung. Auf einmal fängst du an mit Dislines schreiben, Rapstar sogar Platin-Rapper vor dem Schwamm, ihren Schwanz einziehen, bekamst das Antwort auf Genozid, dann die Punchline mit Androgyn als kleine Warnung. Doch jetzt fühlst du dich wie ein Mafioso, als ob du übelsten Rücken hast, wie Quasimodo. Okay, der ekelhafte Real Talk kann noch kommen, doch nicht jetzt, denn das hier ist kein Diss-Track, nur ein kleiner Bitch-Slap. Also sei nur weiter frech, mein Sohn, das Jahr ist noch lang, und jeder, der sein Maul aufreißt, hier kommt alle noch dran. Alpha-Banger, wir sind Royal Family, JBG 3 wird Euthanasie für jeden Deutsch-Rap-MC. Legacy. Alter, what? Bro. Es ist disgusting. Wow, weißt du was? Ich habe so krasse Gänsehaut. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? War der JBG 3 noch gar nicht draußen? Das Ding ist okay, wenn du jetzt denkst, okay, Andi hat einen Schlaganfall. Nee, ich habe mir gerade überlegt, wenn JBG zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen war, was jetzt komplett für mich Brain-Melting ist, weil ich habe ja schon die Reaction gemacht und jetzt so zurück und hier und da. Also ich bin jetzt wirklich in den Timelines so komplett lost. Aber ich muss mir vorstellen, wenn der Track vor JBG 3 kam, Bro, wer hat sich danach gedacht, Mic Drop, ich höre auf zu rappen, es bringt eh nichts mehr. Weil ich war ja schon so, dass JBG 3 für mich in der Album-Reaction so viel krass ausgelöst hat, ich kam einfach nicht mehr klar. Ich war Track für Track für Track und ich dachte mir, krass. Und so, ich höre das zum ersten Mal. Wenn du halt mit dem ganzen Shit involviert bist, in der Szene drin bist und hörst das zum ersten Mal dann JBG oder eben den Track und der hype dich hoch und dann haben die JBG gepusht, dann ist es ja übelst krass, was ging. Naive Seele ein, vielleicht siehst du später ein. Digga, der Unterschied zwischen dem, wer du bist und wer du gern wärst, ist kilometerweit. Egal wie viel du blazt bei deinen G's, du Karnevalskostümtrager, der Rotschopf-Kasache mit Latino-Player-Style. Ich legte 6 Jahre lang über deine Bitch-Moves schweigen, dachte mir scheiß drauf, wer war jung. Auf einmal fängst du an mit Dislines schreiben, Rapstar sogar Platin-Rapper vor dem Schwamm ihren Schwanz einziehen. Bekamst das Antwort aus Genozid, dann die Punchline mit Androgyn als kleine Warnung. Doch jetzt fühlst du dich wie ein Mafioso, als ob du übelsten Rücken hast, wie Quasimodo. Okay, der ekelhafte Real Talk kann noch kommen, doch nicht jetzt, denn das hier ist kein Diss-Track, nur ein kleiner Bitch-Slap. Also sei nur weiter frech, mein Sohn, das Jahr ist noch lang und jeder, der sein Maul aufreißt, hier kommt alle noch dran. Alpha-Banger, wir sind Royal Family, JBG 3 wird Euthanasie für jeden Deutsch-Rap-MC. Legacy. Krass, krass, krass. Was war das? Wow. Okay, erstmal Respekt dafür. Ey, Kollege, wie krass war das denn? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da wirklich schon sehr, sehr, sehr krass geflasht davon. Also erstens mal, der Track ist hardcore. Das sind so viele Lines drin, so viele Anspielungen, so viele Sachen. Ich fand, den Track kannst du unterteilen in 2 Teile. Einmal so der Diss gegen San Diego und einmal der Legacy-Track an sich.
die Story. Ich fand es mega unterhaltsam. Ich fand es so krass, wie einfach dieses Momentum aufgebaut wird. Und man erfährt im Prinzip immer sukzessive ein bisschen mehr, was passiert ist. Also retrospektiv mega schöne Roundup, auch für mich jetzt persönlich. Und dann kam ja der Diss. Und dann kam die Antwort. Und ihr habt ja schon in den Comments geschrieben, oh, die Antwort war ne, der Track hier. Und den habe ich gehört. Und jetzt aber der krasseste Brain von dem Ganzen ist ja zu sehen, dass JBG 3 danach rauskam. Obviously, korrigiert mich. Ich will da wirklich so ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn es so war, dann war das ja komplette Ausraster. Dann war das ja komplette Ausraster. Und jetzt verstehe ich auch so langsam, wie krass der Hype gewesen sein musste. Und warum ihr alle sagt, JBG 3 war das krasseste Deutschrap-Album, das irgendwie zu der Zeit für Aufruhr und für Skandale gesorgt hat und hier und da. Die haben ja schon vorher gebildet und das ist so, mich holt es komplett ab. Also ich muss sagen, so wow, Respekt dafür. Die eine Line ganz zum Schluss hier mit Dimitri und ne mit dem Loft, Stadtloft und so. Das war der Big Rip, fand ich. Das hat wirklich alles zerrissen und jetzt kickt mich das aber noch mehr in das Rabbit Hole rein und ich will noch mehr Tracks hören und ich finde, das entertaint mich so krass, ich kann es nicht sagen. Ich hoffe, euch entertaint es auch. Like das Abo. Gebt mir einen Stern. Haut die Glocke raus. Ich würde sagen, lasst mir ein Abo da und gebt dem Video ein Like, wenn es dir gefallen hat. Hey, sorry, ich bin gerade ein bisschen lost. Solche Tracks lassen mich immer sprachlos. Das Ding ist, ich mache das ja One Take. Ich schneide jetzt nicht 1000 Jump Cut ADS-Style-Szenen zusammen, sondern das ist so meine natürliche Reaktion auf die Sachen. Und ey, das war auf jeden Fall wirklich, wirklich, wirklich total. Meine Freunde. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Andi, macht's gut.